Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Mitstreiter, mir sind sehr viele gute Worte schon vorweggenommen worden. Aber gute Worte kann man wiederholen und unterstreichen. Ich denke, da sind wir uns einig. Das Jahr begibt sich nun so langsam in die letzte Phase. Für uns, für die AfD, wieder ein sehr bewegtes, ein sehr aufregendes Jahr. Nicht mehr und nicht weniger als das Jahr ihrer zweiten Geburt. Erlauben Sie mir daher auch einen kurzen, konzentrierten Rückblick. Auf dem Bundesparteitag in Bremen Ende Januar sowie in dessen direkten Vorfeld und auch Nachgang wurden viele unter uns, die sich aufmerksam mit dem Geschehen auseinandersetzten, klar, dass hier eine kleine Gruppierung, Namensnennung, der einzelne Namen verkneife ich mir an dieser Stelle, drauf und dran war, unsere AfD völlig für sich und entgegen dem eigentlichen Ursprungsgedanken stark verengt zu vereinnahmen. Dies offenbarte sich in vielerlei innerparteilichen Auseinandersetzungen, Meinungsbeschränkungen und nicht zuletzt auch in einigen Punkten der damals in Bremen verabschiedeten Satzung, die wir heute wieder auf der Tagesordnung haben. Der damalige gut gemeinte Versuch einiger unserer Ersten, wie Frauke Petri oder Alexander Gauland, damals einen Burgfrieden um der Sache willen, um die Wahlkämpfe in Hamburg und Bremen nicht zu gefährden, zu erzielen, wurde von vorhin besagter Gruppierung ausgenutzt und war aus zumindest heutiger Sicht eigentlich von Beginn an zum Scheitern verurteilt. Aber hinterher ist man immer schlauer als zuvor. Die Sorgen in der AfD, in der damaligen AfD, über ein sich selbst entfremden, ein sich fremd vereinnahmen und einengen lassen, wuchsen in der Zeit nach Bremen gravierend an und ließen einige Mitglieder, das muss man auch sagen, ob der scheinbar vertanen Chance mit unserer AfD schier verzweifeln und führten unter anderem Mitte März diesen Jahres zu der damals gleichfalls geliebten wie gehassten, aber ebenfalls aus heutiger Sicht bitter notwendigen Erfurter Resolution der Landesverbände Thüringen und Sachsen-Anhalt. Björn Höcke, auch ich, später Alexander Gauland und viele weitere couragierte Erstunterzeichner sahen damals die Bedrohung etwas deutlicher und konnten und wollten sich dem nicht einfach beugen. Und haben mit dieser Denkschrift aufgerüttelt, ohne persönlich anzugreifen. Und haben die etwas verschwommenen Grenzen innerhalb der AfD damit auch deutlicher werden lassen. Damit maßgeblich dazu beigetragen, dass wir uns gemeinsam auf dem darauffolgenden Parteitag in Essen, Anfang Juli, ihr könnt euch alle gut erinnern, unsere Alternative für Deutschland zurückgeholt und erwähnte Gruppierung gebührend verabschiedet haben. Seitdem haben wir, sicherlich mit einigen Startschwierigkeiten, unter der Doppelspitze Frauke Petri und Jürgen Meuthen und entgegen all möglichen Wahrsagungen und Unkenrufen den Höhenflug wieder aufgenommen. Dies haben wir natürlich den vielen engagierten Mitgliedern, aber auch der Tatsache echter, gelebter Glaubwürdigkeit, inneren Zusammenhalts und der Toleranz und Akzeptanz verschiedener Strömungen und Flügel
also eines breiten Spektrums innerhalb der AfD von liberal bis konservativ, zu verdanken. Nur so können wir nach außen vermitteln, was uns wirklich im Innersten bewegt und die Bürger auch entsprechend überzeugen. Neben bestimmten politischen Grundsätzen und unseren Leitsprüchen, ihr kennt sie alle, Mut zur Wahrheit und Mut zu Deutschland, ist es eben dieser Geist von Essen, der uns leiten und der bewahrt bleiben muss. Zweifelsfrei muss gelten, dass Angriffe innerhalb unserer AfD aufgrund beispielsweise von politischen Äußerungen oder Handlungen, solange diese natürlich nicht eklatant und eindeutig gegen die Grundhaltung der AfD verstoßen und die nach außen ein Bild von Uneinigkeit vermitteln, nicht stattzufinden haben. Nichts schadet unserer Glaubwürdigkeit und unserem Ansehen als wachsende, geeinte, beständige Alternative mehr als ein Bild innerer Zerrissenheit. Genau dies müssten wir aus der Zeit vor Essen gelernt haben. Niemand will eine Partei wählen, von der er ausgehen muss, dass sie aufgrund innerer Differenzen und Machtgeplänkel die nächste Legislaturperiode vielleicht nicht übersteht. Wir, die Alternative für Deutschland, haben ein enormes Potenzial, das wurde heute schon sehr deutlich gemacht. Und dies sollte uns frohgemut machen. Wir haben allerdings auch eine ebenso große Verantwortung vor unserer Heimat, vor unserem deutschen Volk, vor nächsten Generationen. Und ich behaupte mittlerweile sogar ein Stück weit vor Europa und der Geschichte. Und dies wiederum sollte uns ehrfürchtig und ganz besonders besonnen machen. Die Landesverbände Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt führen engagiert Landtagswahlkampf und werden mit Sicherheit im kommenden März in die jeweiligen Landtage einziehen. Leider muss man sagen, ruht unser Erfolg auch auf dem beginnenden Chaos in unserem Land und der teils völlig verfehlten und verantwortungslosen Politik unserer Regierungs- und Kartellparteien. Denn jeder Patriot, jeder ehrliche Deutsche und AfDler würde sich wünschen, ein Stück unseres Erfolges gegen tatsächliche Besinnung, gegen tatsächliches Einlenken unserer Regierung zum Wohle unseres deutschen Volkes und unserer Heimat einzutauschen. Aber nicht mal im Ansatz zu erkennen ist, sind eben wir gefragt. Wir sind es, die dem oft noch stummen Protest unserer Bürger Form und Namen geben. Wir sind es, die den Unmut und den Protest aus den Wohnzimmern, von den Stammtischen auf die Straße und in die Medien tragen. Und wir sind es, die sich als einzig wahrnehmbare politische Kraft und Partei trauen, die Fehlentwicklung schonungslos beim Namen zu nennen, darauf bin ich unheimlich stolz. Mit einiger Genugtuung darf ich hier anführen, dass es gerade auch der Landesverband Sachsen-Anhalt ist, der sich besonders dieser Form des sehr bürgernahen und authentischen Wahlkampfes verschrieben hat und der neben dem Landesverband Thüringen ein wenig auch in die alten Bundesländer hinein als Antrieb und Motivator dient. Diese Rolle nehmen wir sehr gerne an und wissen umgekehrt natürlich auch die Hilfe unserer Nachbarn und vieler anderer Landesverbände in anderen Bereichen sehr zu schätzen.
Gerade dieses fruchtbare Miteinander ist doch unsere Stärke. Jeder bringt ein, was ihm ehrlich möglich ist, und alle profitieren davon. Sehen Sie es mir bitte nach, dass mich auch der Umstand, dass das Wahlkampfmotto des Landesverbandes Sachsen-Anhalt, nämlich die Stimme der Bürger unser Programm, so großen Anklang auch in anderen Landesverbänden wie auch in der Bundespartei insgesamt gefunden hat und mittlerweile überall präsent ist. Das verstehen wir in Sachsen-Anhalt einerseits als Bestätigung für eine gute kreative Leistung, aber auch als sehr schöne Geste der Gesamt-AfD und freuen uns natürlich sehr darüber. Genau dieses Miteinander brauchen wir. In diesem Sinne die allerherzlichsten Grüße aus Sachsen-Anhalt. Es wurde heute schon einmal gesagt, wir schaffen das. Richtig. Allerdings nicht, wie unsere Noch-Kanzlerin sich das so denkt. Nein. Wir werden es gemeinsam schaffen, dem verantwortungslosen Treiben unserer Regierung ein Ende zu bereiten. Ihre und für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Danke sehr.